Hallo Freunde! Freut mich, dass ihr wieder da seid. Wir sind wieder hier in Gothic 2 bei Grom. Die geile Nacht des geilen Raben, wobei der geile Rabe ja schon tot ist. Erstmal einen Schluck Wasser. Und dann starten wir direkt wieder rein. Ich habe euch versprochen, wir machen die Trolle. Wir holen uns die Rune. Noch was war da? Wir machen erstmal die Trolle. Jetzt mal die Maus wieder schön schnell stellen. Jawohl, los geht's. Also wir können auch Herzen nehmen. Wir müssen auf jeden Fall auch noch da oben hier Nordland erkunden und so. Aber da müssen wir ja eh noch hin. Sobald wir im Kloster waren. Ich hoffe, es hört jetzt wieder auf zu ruckeln. Ich bin ehrlich, ja? Windows Update ist doch gemacht worden. Komm du mal her. Weg von deinem Freund. Trolle waren. So gut wie immun. Ach, wieso ruckelt es denn jetzt wieder? Hey! Gott. Ich sehe jetzt schon, das wird ganz schlimm. Ich glaube, meine Lampe ist gerade dunkler geworden. Das hat sich zumindest so angefühlt. Ach nee. Der Troll wird nur heller und dunkler. Komm schon. Nochmal ein Crit. Er hängt! Okay. Dass das immer bei den Trollen passiert. Ist aber auch wieder gemein. Er hing halt einfach wieder. Es war von vornherein scheiße. Es tut mir ja leid. So, wir fangen nochmal an. Das ist auch einfach ein Kackplatz, ey. Ich bin froh, wenn der erste weg ist. Auf den dicken Arsch. Die nur 500 Erfahrung gibt, ist eigentlich eine Frechheit, ne? Also, gut, die sind schon einfach zu besiegen. Jetzt hing er wieder kurz. Aber so viel wie die aushalten. Er hängt! Oh Gott. Jedes Mal, wenn er kurz festhängt, ne? Ich krieg immer so einen Schock. Okay. Das war doch sehr geschmeidig. Im Vergleich zum ersten Versuch. Hehe. Ich hätte noch den Ring von morgen anziehen sollen. Fällt mir gerade auf. Beim schwarzen Troll machen wir das. Nein! Steh auf!
komm mal wieder her. Nein. Okay. Ach. Ja, mit Betty wäre es natürlich auch nochmal schon geil. Aber 110 Geschick ist schon auch hart. Also, Troll hat uns einmal getroffen. Waren auf jeden Fall mehr als 100 Schaden. War hier sonst noch was? Ich glaube ja nicht. Ich sag, wie es ist, ganz am Anfang hier durchrennen und Rapier holen ist schon gut. Das kann schon einen Unterschied machen. Können wir ihm gar nicht sagen. Dann nicht. Ach, wir hatten ja erst Level up. Da war ja was. Hey, nur 10 schwarze Trolle. Da sind wir wieder Level up, kein Problem. Ich wollte jetzt Bogentalent lernen. Wolf! Ich werd mich da nicht einmischen. Meinst du, mir geht es besser? Was geht, Bro? Er ist gerannt, also ich weiß langsam nicht mehr, was ich glaube. Ich will mehr übers Bogenschießen lernen. Nicht, was soll ich dir backen? Ja, Schnauze. Das hat er früher auch immer geglaubt, was einiges gehört. Ist natürlich sehr gut. Das ist doch alles, na bitte, du bist... Ja, wissen wir. Wir sind treffsicherer geworden. 55 heißt, wir müssen beim nächsten Mal... Wir lernen nur 4 und dann wieder für 10 nochmal und dann haben wir wieder einmal... Das war doch klar. Na, einmal mehr für Lau. Und so. Ja genau, den Bogen wollte ich kaufen. Gorn, was geht? Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Moment. Meinst du mir? Dich hab ich... Hey, du! Du, hey, du, aufstehen, mit mir reden. Das war doch schon vorher klar. Was willst du jetzt machen? Ich denke, ich werde mir erstmal den Bauch vollschlagen. Und dann? Mal sehen, vielleicht gehe ich in die Minenkolonie zurück. Jemand sollte ein Auge auf die Orks werfen, sonst stehen sie plötzlich ohne Warnung alle hier vor der Tür. Ja. Alles klar bei dir? Du hast meinen Arsch gerettet, Mann. Das vergesse ich dir nie. Wem man noch glauben kann. Das war doch klar. Was ist eigentlich, wenn man ihn nicht aus dem Knast holt? Wieso hat er eigentlich einen schweren Ast? Alter Gorn. Ah, gut, dass du kommst. Was gibt's? Das hier habe ich in der alten Kapelle gefunden. Es ist eine magische Rune. Ich glaube, sie teleportiert dich direkt hierhin zum Hof. Ich dachte, du könntest sie vielleicht gebrauchen. Klar, alles mitnehmen. Ich komme aus dem Minental. Die Burg dort wurde von Drachen angegriffen. Also doch. Laris hat erzählt, dass in der Stadt Gerüchte über Drachen kursieren. Ich habe es nicht geglaubt. Was ist mit den Paladinen? Also komm mir nicht so. Sie sind ziemlich dezimiert worden. Gut, vielleicht wird das Lord Hagen dazu bringen, mit seinen Männern ins Minental zu ziehen. Je weniger Paladine sich hier aufhalten, desto besser. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Hast du nicht noch was zu tun für mich? Du kriegst den Hals nicht voll. Ich was? Mich aber gar nicht. Du hast doch so schon genug Ärger. Was willst du denn noch? Noch einen Job. Ich bin Söldner. Schon vergessen? In Ordnung. Ich hab wenn da was. Das wäre genau das Richtige für dich. Ich habe mit dem Richter der Stadt noch eine Rechnung offen. Am liebsten würde ich die Sache selbst erledigen. Die Paladine würden mich aber nicht mal nahe genug an sein Haus lassen, um mit einem Stein nach ihm werfen zu können. Die Sache muss schon ein bisschen durchdachter ablaufen. Also pass auf.
Du wirst zum Richter gehen und ihm deine Dienste anbieten. Du wirst versuchen, sein Vertrauen zu gewinnen und irgendwelche schmierigen Aufträge für ihn erledigen, bis du etwas Belastendes gegen ihn finden kannst. Der Kerl hat so viel Dreck am Stecken, dass es zum Himmel stinkt. Bring mir etwas, womit ich ihn bei der Miliz anschwärzen kann, sodass er für den Rest seines Lebens im Knast verschimmelt. Ich will aber nicht, dass du ihn umbringst. Das wäre viel zu schnell. Ich will, dass er leidet, verstehst du? Meinst du, du kriegst das hin? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Klar. Kein Problem. Das ist wirklich nicht mein Problem. Deine Belohnung hängt davon ab, was du mir bringst. Es war genau also, so, wie streng du dich an. Also immer mehr schwierige Aufgaben machen. Hey, du. Ich hab mir das schon gedacht. Um mehr zu bekommen. Welche Waffen hast du anzubieten? Nur die besten. Sieh sie dir doch einfach an. Das höre ich zum ersten Mal. Das ist unser Ziel. Wird sich das jemals ändern? Den haben wir ja gerade. Wir haben ihn natürlich doch noch. Ja, die ist halt schon auch geil, ne? Aber... Und mittlerweile hat er auch mal Pfeile. Ledergürtel, Gürtel der Abwehr. Ja, den nehmen wir mit. Ich wäre mir da nicht so sicher. Es wäre schwierig, ihn zu beklauen. Hey, da fährt keiner was. Gucken wir doch mal. Da muss man Ka-ching. Mal ganz kräftig dazwischenhauen. Ich erzähl können wir eigentlich gar nicht Neues. Beklauen. Lee auch nicht. Hat sich das jemals ändern? Können wir mal gucken, ob wir Maria beklauen können. Ich weiß, ne? Es ist aber... Im Moment, gewagt war einfacher als schwierig, gell? Ka-ching. Vasili, wir haben bestimmt alte Münzen für dich. Interesse an weiteren alten Münzen? Sicher. Hast du noch welche? Ein paar. Danke. Hier ist dein Geld. Bring mir alle, die du finden kannst. Und du so? Nichts Neues. Machst du noch was anderes, außer zu rauchen? Zurzeit nicht. Krasser Kerl. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich habe so einiges gehört. Schaffen wir schwierig immer oder ist es immer noch so... Ich bin ganz da, Mann. Eine Chance. Man darf halt nicht alles glauben, was... Ah ja, Moment. Hast du was zu tun für mich? Hast du diese schwarzen Kapuzentypen hier vorbeischleichen sehen? Mir sind die Typen nicht ganz geheuer, sage ich dir. Als ich damals noch zur See gefahren bin, habe ich ja schon einige seltsame Dinge gesehen. Aber diese Kerle machen mir Angst. Sie sind in Richtung des Banditenlagers in den Bergen am südlichen Ende des Tales gezogen. Das Beste wird sein, du gehst einmal nach dem Rechten sehen und legst die Kerle um. Jawohl. Und jetzt kommt einfach das Beste. Torloffs Angst vor dem schwarzen Mann. Da war einer sehr lustig, als er sich diese Quest überlegt hat. Was mit Hodges? Hey, Bennett? Beklauen? Nö. Von mir erfährt keiner was. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch... Wolf auch nicht. Ich habe so einiges gehört. Aber... Nee. Ist was Bedeutendes passiert in letzter Zeit? Das Land ist ziemlich unsicher geworden. Keiner wagt sich weiter als bis zu den eigenen Feldern. In der Stadt ist schon lange keiner von uns mehr gewesen. Okay. Zeig mir deine Ware. Was kann ich dir anbieten? Charmeur hier, die zwei. Hey! Rod! Wo ist dein Freund? Das war doch schon vorher klar. Können wir Raul eigentlich beklauen? Ja, klar. Das ist doch lange bekannt. Ist ja nicht so, dass wir ihn sowieso schon ausgenommen haben. Jetzt nehmen wir ihn nochmal richtig ordentlich aus. Ka-ching.
Jetzt noch einmal bei Fester ins Gesicht. Hey! So. Dann wird's jetzt schwierig. Weil da hinten chillen Drachensnapper. Und Drachensnapper sind immer noch Drachensnapper. Vielleicht von hier so. Vor allen Dingen den Suchenden auch so von hier so. Und er trifft ihn nicht. Okay. Ja, Schnauze da unten. Oh, die halten halt echt aus, ne? Er kommt einfach hier hoch. Er ist einfach der Imba-Snapper. Oh, das war nicht gut durchdacht. Also es war eigentlich schon gut durchdacht, aber der Snapper war cleverer als ich. Ich geb's ja zu. Schnauze. Okay. Der Snapper war also clever. Ist das klug? Ich weiß es nicht. Oh. Der Held macht halt schon immer so einen Schritt. Allein wenn man den Bogen rausholt. Ja, genau, das ist das Problem. Und er kommt da nicht hoch, ich wusste es. Okay. Okay. Habt ihr das gesehen? Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Aber Drachensnapper sind jetzt nochmal... Also... Ich weiß ja auch nicht. Das fand ich richtig frech gerade. Geh da hoch. Geh doch da hoch. Wir wissen alle, dass du es kannst. Du willst es nur nicht. Kein Bock, wieder rumzulaufen. Das habe ich mir leider gedacht. Der Snapper ist einfach so klug. Es ist unglaublich. Och nee! Okay, das war höher als gedacht. Oh. Komm du mal alleine her. Och nee, Held. Jetzt aber... Ja, bleib du mal da unten. Nein, komm wieder hierher. Ich sag euch, der backt sich gleich wieder hier hoch.
Die sind halt echt eine Hausnummer für sich, ne? Also wenn die so an der Kante hängen, ne? Gar kein Thema. Also so überhaupt nicht. Aber manchmal, wenn dann so 3, 4 oder so da rumrennen. Alter, dann bist du ja so schnell gefickt. Jawohl. Jetzt gleich noch ein bisschen Mana. Ich hab's euch gesagt. Ich hab's im Gefühl gehabt. Dann haben wir noch. Haben wir noch 10 Minuten. Hier verstecken sie sich überall im Gebüsch. Die Suchenden. Was war das gerade für ein Geräusch? Es klang, als hätte jemand versucht, hier, wie heißt's? Die Hallen von Erdorad aufzumachen. Ja, ja, die Wache. Jetzt kannst du was erleben. Boah, der hat ja richtig Leben. Der nicht. Schwerer Ast. Richtig stabiler Kerl. Ja, bleib liegen. Steck die Waffe weg. Schnauze. Gibt es ja auch noch den Feuerbogen. Oh. Das ging in ein paar Dietriche überraschend gut. Ach, scheiße. Der Feuerbogen sieht ja auch echt cool aus. Leider ist der ganz schön scheiße. Aber er sieht cool aus. Manchmal muss es auch einfach nur cool aussehen. Wir wissen es alle. Jetzt ist die Frage, gab es hier noch mehr? Och, die Crawler-Plattenrüstung, sollen wir die wirklich machen? Ich weiß ja nicht. Es rentiert sich halt echt nicht, ne? Wir holen Bennett aus dem Knast und kriegen die Rüstung. Wenn wir die Rüstung erst kriegen würden, nachdem das Auge Innos und so repariert ist, ja, dann wäre das alles nochmal eine andere Hausnummer. Aber so ist es halt richtig unnötig. Das ist echt schade, aber es ist halt wirklich unnötig. Oh shit. Meint ihr, wir treffen irgendwen? War eigentlich nicht gedacht, dass der den Bogen gleich, dass der die Tür gleich wieder zumacht. Wir haben ihn sogar wirklich getroffen. Oh shit.
Pack dein Schwert aus. Oh shit. Skelette und Pfeile. Geht nach Hause. Was tun sie? Die kommen ja gar nicht klar. Ah ja, ich weiß auch warum. Okay, wohin wollen sie? Jetzt. Schon sagen, jetzt triff ihn halt mal. Jungs. Ich weiß nicht, wo ihr hin wollt, aber... Okay. Ich weiß auch nicht, wo die dann wieder rauskommen. Wahrscheinlich irgendwo Unpassendes. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Och nee, schon wieder zwei. Geh mal einer weg. Och, drei sogar. Och, sie kommen auch alle drei, immer noch. Geht nach Hause. Geht zu euren Freunden aufs Dach. Oh shit. Lauf. Forrest, lauf! Geht zu euren Freunden auf den Berg. Och nee, jetzt kommt er hierher. Der läuft hier jetzt komplett außen rum, oder? Wir kommen wieder. Ich sag, wie es ist. Die machen schon noch Schaden. Wir brauchen mehr Geschicklichkeit. Es führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen hier richtig die Wälder säubern und hey, du. Alles. Danke. Gerade eben kurz Angst gekriegt, weil er die Waffe gezogen hat. Aber das ist ja normal. Das höre ich zum ersten Mal. Von mir erfährt keiner. Die schwarzen Männer in den Bergen sind von uns gegangen. Du konntest es mit ihnen aufnehmen? Guter Mann. Die Kerle waren mir nicht geheuer. Hätten bestimmt noch eine Menge Ärger gemacht. Auf jeden Fall. Davon lasse ich lieber die Finger. 5000 Erfahrung noch. Er hat auf die falschen Leute gewusst. Uhrzeit, 14 Uhr. Ich bin mir da nicht so sicher. Was steht denn jetzt an? Schattenläufer. Also ich habe da meine eigene Meinung. Wir gehen noch kurz zur Taverne. Pennen dann dort. Und dann geht's von da nächste Folge Richtung...
Feuermagier. Wir haben auch noch suchend rumgepimmelt, oder? War da nicht als noch einer? Oder haben wir den schon weggemacht? Oh, ich weiß das doch nicht mehr. Schon wieder so lange her, seit gestern. Das ist eine schlimme Sache. Da ist ein Feldknöterich. Den nehmen wir mit. Da war auch noch ein Pilz an dem Baum. Er trifft ihn einfach nicht. Verdammt schwierig. Jetzt wird's interessant. Das kann doch nicht wahr sein. Das wunderbar. Easy. Zeig mir deine Ware. Klar, Bruder des Rings. Ich hab was anderes. Teleport zur Taverne könnten wir mitnehmen, aber. Ich hab so etwas keine Zeit. Brauchen wir nicht unbedingt. Die Pfeile nehmen wir aber mit. Hat der gerade Zeug dazu gekriegt, als ich was gekauft habe? Ich wundere mich. Das muss man auch nicht verstehen. Keine Ahnung, sag du es mir. Das ist doch alles nur geregelt. War doch seine Entscheidung. Hat sich das jemals ändern? Keine Ahnung. Im Puff kann man da hoch. Schlimm hier. Meinst du, mir geht es besser? Da kann man sich nicht drauf verlassen. Wir haben hier noch nichts geklaut. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Das ist ja traurig. Ich habe für so etwas keine Zeit. Das ist jetzt aber noch ein Muss. Das ist doch alles nur Gerede. Das hätte er auch selbst wissen können. Och, komm schon. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Das war ein schweres Schloss. Das wundert mich. Das war keine große Sache. Das ist eine schlimme Sache. Echt noch nichts geklaut. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Das ja. Wenn er das nicht sieht. Eine Goldmünze. Wow. Das will doch keiner wissen. Hier war sein Lagerplatz, richtig? Ich werde mich. Wenn er das nicht mein sieht, Gott, ja, die werde einer die Türen offen gelassen, da kommt ja keine Sau vorbei. Okay. Dann sage ich hiermit einen wundervollen Tag noch und ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, nächste Woche mit Gothic 2. Die Nacht des geilen Raben. Bis dann.